Hallo zusammen. Heute geht es um die angeblich vergrabenen E.T. Atari-Spiele. Einige kennen den Mythos bestimmt schon, aber ich fand ihn so interessant, dass ich ihn jetzt auch noch gerne selber bringen wollte. Wie jeder weiß, war der Film E.T. ein Riesenerfolg. Die Videospielindustrie dachte sich natürlich, wir können mit dem Spiel und dem Film erfolgreich anknüpfen. Ihr Fehler war, dass sie das Spiel rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft fertig haben wollten. Den Entwicklern blieb damals nur 6 Wochen Zeit, das Spiel fertigzustellen. Atari stellte 5 Millionen Exemplare her, aber es gab nur 10 Millionen Atari-Besitzer. Nach der Rechnung hätte sich jeder Zweite mit einer Atari-Konsole das Spiel kaufen müssen. Wie sich jeder vorstellen kann, lief das nicht so ab. Es wurden 1 Million Stück verkauft und der Spielehersteller ging durch Pleite, weil ganze 4 Millionen Exemplare umsonst hergestellt wurden. Der Mythos besagt, dass Atari alle 4 Millionen Exemplare einfach auf eine Mülldeponie gebracht hat, vernichtet hat und dann in der Wüste vergraben hat, um Lagerkosten zu sparen. Was denkt ihr? Ist das wirklich so abgelaufen? Dann schreibt jetzt Wüste in die Kommentare. Oder denkt ihr, das ist ein Fake? Niemand vergräbt einfach so 4 Millionen Spiele in der Wüste. Dann schreibt jetzt Fake in die Kommentare. Ich bin sehr auf eure Meinungen gespannt und ich löse jetzt auf, dieser Mythos wurde nämlich gelöst. Er galt schon sehr lange als wahr und erst vor kurzem wurden die Spiele wirklich in der Wüste gefunden. Einige Spiele waren sogar noch funktionstüchtig. Ein echt spannender Mythos um ein Videospiel. Wenn es dieses Video gefallen hat und ihr mehr Videospielmythen sehen wollt, dann lasst doch einen Daumen hoch da, abonniert, um nichts zu verpassen und bis zum nächsten Mal. Willkommen auf der Endcard. Links gelangt ihr zum Folgenvideo des Mythen-Adventskalenders und rechts gelangt ihr zum nächsten Video des Mythen-Adventskalenders. Viel Spaß!